Tourismus so, geht los. Ja, so, ihr braucht Sonnenschein und dann müsst ihr diese Übung machen. Nur dann fangt ihr auch eine große. Na, Christian, oder? Wie ist das? Macht euch immer schön zum Affen oder funktioniert. Wie groß war deine Werferelle? Können wir jetzt? Ja, ne? Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Ausrüstungsteil, auf das ihr auch am Wasser und vor allem im Wasser nicht verzichten solltet. Worauf es ankommt, versuche ich in diesem Film darzustellen. Es geht natürlich um die Warthose. Sie muss drei Dinge erfüllen. Sie schützt euch vor Kälte, sie schützt euch vor Wasser und sie sollte stabil sein. Ist sie undicht, wird der Angeltrip zur Katastrophe. Die hier gezeigte 5 mm Neoprenhose benutze ich seit 2012 und habe damit bisher noch nicht ein einziges Problem gehabt. Die Hose sollte vor allem an den Übergängen von der Hose zum Schuh und im Bereich der Knie stabil sein. Die Klebenaht am Übergang von Hose zum Schuh kann bei anderen Modellen mit der Zeit undicht werden. Das ist ein bekanntes Problem, bei dieser Hose aber nicht, denn der Schuh ist speziell an die Hose angearbeitet. Alle Nähte sind selbstverständlich versiegelt und die Hose ist an den Knien besonders verstärkt und gepolstert. Das ist auch nötig, denn des Öfteren ergeben sich Situationen, bei denen ihr Boden- oder Steinkontakt haben werdet. Wenn die Hose dann schon kaputt wäre, schade. Die Schuhe halten euch zusätzlich sehr warm, schützen euch vor scharfkantigen Muscheln und haben auf der Unterseite eine Filzsohle. Das ist wichtig, damit ihr auf den glitschigen Steinen im Leopardengrund nicht ausrutscht. In Kombination mit einer kuscheligen Unterwäsche und einer vernünftigen Wartjacke ist die Hose auch bei minus 7 Grad und Schneefall stundenlang unschlagbar. Selbst ausprobiert, nur die Finger waren sehr kalt. Insbesondere im frischen Frühjahr ist die Hose ein Garant für lange und unbeschwerte Angeltage, denn das Wasser der Ostsee hat dann noch Wintertemperaturen. Im Herbst dagegen kann man bei deutlich wärmerem Wasser ruhig auch mal auf ein anderes Modell ausweichen, aber unterschätzt die Abfuhr bzw. den Abtransport eurer Körperwärme im Wasser nicht. Schnell seid ihr ausgekühlt und im Extremfall bedeutet das Lebensgefahr. Also achtet auf eine gute Ausrüstung. Viel Spaß am Wasser und Tightlines.